Meine Damen und Herren, viele Grüße aus Karlsruhe. Zu Ihnen spricht ein Maschinenbauer, ein Produktionstechniker, nicht ein IoT-Mann, auch nicht ein Sensorik-Mann. Aber wir sehen natürlich, dass auf dem Weg zur zukünftigen autonomen Produktion genau diese Dinge extrem wichtige, auf Neudeutsch, Enabler sind. Und deshalb möchte ich heute mit Ihnen sprechen zum Thema Sensorik, IoT-Plattformen und wandlungsfähige Produktionsanlagen. Ich will vielleicht am Anfang kurz unser Institut vorstellen, dass Sie so ein bisschen einen Eindruck haben, wo wir herkommen und was wir tun. Ich will dann sprechen über Leitfäden, die wir vor einigen Jahren zusammen mit dem VDMA entwickelt haben, um insbesondere der mittelständischen Industrie dieses abstrakte Wort Industrie 4.0 so klar zu machen, dass sie selbst erkennt, das Unternehmen selbst erkennen kann, was wären so die ersten Schritte und was kann daraus für einen Produktivitätsgewinn entstehen. Und dann möchte ich ein paar Beispiele für Industrie 4.0 zeigen. Einmal zu der Frage, wie kann man alte bestehende Produktionsanlagen Industrie 4.0 fähig machen und die Potenziale heben. Und zum anderen aber auch, wie gehen wir vor, wenn wir neue Prozesse einführen? Wir sehen so viele neue Prozesse wie Batteriefertigung, wie Elektromotoren, die ganze Elektromobilität, aber auch Brennstoffzellen, 3D-Druck, neue Prozesse, wo wir noch relativ wenig Wissen haben. Und da muss Industrie 4.0 uns helfen und die KI zum Beispiel, dass wir mit diesen Ramp-ups bei diesen neuen Prozessen, die wir halt noch nicht so gut verstehen, wesentlich schneller sind. Wir haben nicht mehr Zeit, 20 Jahre zu forschen, um dann eine starre Automatisierung zu machen. Wir müssen während der laufenden Produktion sozusagen lernen. Wir sind hier in Karlsruhe ein Institut mit 120 Mitarbeitern. Wir leiten das zu dritt. Und die vertikalen Linien zeigen Ihnen unsere Kompetenzbereiche. Mein Kollege Schulze ist sehr intensiv zugange mit der Fertigungs- und Werkstofftechnik. Also bei der Zerspannung, aus der wir klassisch auch kommen, muss man halt immer mehr verstehen, was passiert genau an der Spitze der Schneide. Man muss auch den Werkstoff kennen und dann kann man die Prozesse entsprechend entwickeln. Ich selber bin seit vielen Jahren im Bereich Werkzeugmaschinen, Robotik unterwegs. Ich habe selbst im ZIM-Zeitalter Computer Integrated Manufacturing in den 80er Jahren angefangen, mich mit Automatisierung zu beschäftigen. Und wir bauen sozusagen die Maschinen, die diese Prozesse tragen. Und unsere Kollegin Frau Lanzer, die kümmert sich um die produktionsorganisatorischen Dinge, also Abläufe, Qualitätsmanagement und so weiter, sodass wir zusammen als Institut hier in Karlsruhe von der Wiege bis zur Bahre die Produktion vertreten und das nicht nur für den Maschinenbau, sondern auch für die anderen Fakultäten, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, die alle in ihren Fakultäten eigentlich keine Produktionstechnik nicht als Disziplin haben. Und wir vernetzen unser Institut über sogenannte Querschnittsfunktionen, die sehen Sie hier, weil wir sehen, es gibt bestimmte Hype-Themen, die jetzt gerade auch massiv wichtig sind und auch entsprechend gefördert werden. Und das ist bei uns seit vielen Jahren die Leichtbaufertigung. Gibt es auch große Programme vom BMWI. Also alles, was sich bewegt, muss letztlich leichter werden. Und wenn die Batterie das Auto schwerer macht, muss die Karosserie entsprechend leichter werden. Also Leichtbauweisen und deren Produktion. Das hat viel mit Faserverbundwerkstoffen auch zu tun. Dann in der Elektromobilität beschäftigen wir uns mit der Produktion von Elektromotoren, mit der Produktion von Batterien und Brennstoffzellen. In der additiven Fertigung sind wir unterwegs zum Thema Keramik, Kunststoff und Metall. Und immer wenn ich das sage, betrachten wir das einmal vom Prozess, einmal von der Maschinen- und Anlagen- und Automatisierungstechnik, also von der Produktionsautomatisierung und auch von der Fabrikgestaltung. Industrie 4.0 machen wir, seit es das Thema so gibt, weil das ist für mich die logische Fortsetzung von ZIM. Nur damals, in den 80er Jahren, hatten wir halt die schnellen Netze nicht und wir hatten auch nicht die Rechnerpower. Deshalb ist es damals zu früh gewesen.
und eigentlich auch gescheitert. Und eine ganz wichtige Funktion, die wir jetzt zunehmend uns vornehmen, ist auch die nachhaltige Produktion im Sinne von Kreislaufwirtschaft. Insbesondere wenn Sie dran denken, wir kriegen jetzt doch eine starke Elektromobilitätswelle, dann werden wir auch irgendwann Batterien wieder zurückkriegen aus dem Feld. Und was machen wir mit denen? Also hier geht es jetzt auch darum, Batterien wieder zu befunden, rückzubauen, abzugraden, bis hin zur Recyclingstrecke. Und das wird für diese ganzen neuen Themen, ist das alles noch relativ viel Forschung, was da gemacht werden muss. Und genauso brauchen wir dafür industrielle Prozesse. Also so sind wir unterwegs. Das ist so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und ich selber und meine 40 wissenschaftlichen Mitarbeiter, wir kommen aus dem Bereich Werkzeugmaschinen und Mechatronik. Wir sehen, dass Maschinen sozusagen in Zukunft eine Konfiguration intelligenter mechatronischer Komponenten sind. Ein Kugelgewindetrieb in Zukunft hat eine IP-Adresse, er kann kommunizieren, er macht sich selbst sozusagen den Gesundheitscheck und bestellt sich im Zweifelsfalle auch selbst nach, wenn er am Ende der Lebensdauer ist. Dazu gehören die Themen Condition Monitoring, prädiktive Instandhaltung, digitale Zwillinge im Sinne, wir müssen jede Maschinenkomponente über ihren Lebenszyklus in ihrem Verhalten simulieren können. Und wir glauben, dass die Zeit der Spezialmaschinen für jede einzelne Aufgabe, eine Spezialmaschine, dass die eigentlich dem Ende zuneigt. Wir werden mehr zu universelleren Kinematiken kommen, die dann entsprechende Werkzeuge kriegen, um eine bestimmte Funktionalität abzudecken. Ich werde darüber gleich sprechen. In der Leichtbaufertigung sind interessante Ansätze in der Fertigung von hybriden Bauteilen. Also Sie bringen CFK und Metall in einem Bauteil zusammen. Wie sieht die Produktionstechnik und die Qualitätssicherung dazu aus? Wie sehen Greif- und Handhabungslösungen für diese biegeschlaffen Teile aus? Und wir probieren sehr viele Prozesse sozusagen auf der Basis von Kinematiken, von Robotern abzubilden, weil wir hier glauben, dass wir von den Maschinenkosten einen deutlichen Economies of Scale-Effekt haben gegenüber Spezialmaschinen. Und in der Elektromobilität, wie ich schon sagte, geht es auch im Wesentlichen sind das Montage- und Handhabungsprozesse, wenn Sie so eine Batterie bauen, eine Brennstoffzelle oder auch Motoren. Dazu müssen die Automatisierungsanlagen entwickelt werden. Und was hier eben gilt, ist, dass wir die Prozesse noch viel zu schlecht verstehen. Das heißt, wir müssen sensorisch diese Anlagen sehr stark ausstatten, damit wir sagen können, mit jedem Bauteil, mit jedem Produkt, mit jedem Motor, jeder Batterie, die wir bauen, haben wir auch wieder Wissenszuwachs und Daten gelernt, die wir auswerten können und dann nutzen können für Prozessregelungen. Das ist so ein bisschen, wo wir herkommen. Und deshalb glaube ich, diese Welt von Industrie 4.0, die ja irgendwie gekennzeichnet ist durch Geschäftsmodelle und Plattformen, Fabriken, Produktionsnetzwerke, das ganze Thema Connectivity, was Sie bewegt und das Thema Devices und Systeme. Diese Welt muss auch auf der Hardware-Ebene entsprechend unterstützt werden. Wir können in der Software und im, ich sag mal, Cyber so viel machen, aber wenn die Maschinen und Anlagen auf dem Hallenboden dort seit 30 Jahren stehen, festgeschraubt sind, nicht umkonfiguriert werden können, sondern Einzweckmaschinen sind, dann wird das den Möglichkeiten von Industrie 4.0 irgendwie nicht gerecht. Das ist so ein bisschen, was uns treibt. Und wir haben uns mit dem Thema Industrie 4.0 zusammen mit dem VDMA vor vielen Jahren zusammengetan, um zu überlegen, wie können wir aus diesem, ich sag mal, hochfliegenden Wort was Praktisches machen, damit die Kollegen in der Industrie, insbesondere auch im Mittelstand, rausfinden können, was macht man zuerst und wie kann ich mit bestimmten Use Cases auch was für mein Geschäft machen im Sinne von Profitabilität, Produktivität. Und da gibt es einen Leitfaden, der mittlerweile 3000 oder 4000 Mal auch runtergeladen wurde und wir machen da auch sehr viele Workshops in mittelständischen Unternehmen.
nach dem Motto, wir müssen erstmal wissen, was wir können in den Unternehmen. Also jedes Unternehmen hat irgendwie in seinen Genen ein bestimmtes Wissen. Und die Use Cases, mit denen man rangeht an Industrie 4.0, die sollten möglichst gut unterstützt werden von diesen Kompetenzen. Und deshalb machen wir in der Regel erstmal einen Werksrundgang mit den Unternehmen, dann lassen wir die Führungskräfte mal die Kompetenzen darstellen, die das Unternehmen hat. Manche sind mehr auf der Ebene Steuerung, andere sind Sensorik, andere sind Maschinen, da gibt es Betreiber und Anbieter und man probiert aus einer Kompetenzanalyse sozusagen zu sagen, wenn das Spielfeld Industrie 4.0 dann aufgespannt ist, wie kann ich kreativ Ideen entwickeln, wo man relativ schnell mal was realisieren kann. Und das läuft in so einem fünfstufigen Prozess, geht über 1,5 Tage mit in der Regel auch nochmal einem gemeinsamen Barabend, um diese Ideen, die am Nachmittag des ersten Tages gesponnen werden, weiter zu diskutieren. Und am Vormittag des zweiten Tags sitzen wir dann und bewerten die Ideen, machen eine Priorisierung und designen daraus ein Projekt. Also ein systematischer Prozess. Und ich glaube, das, was vor uns steht, diese ganze Digitalisierungswelle, bedeutet, wir müssen uns überlegen, was können wir und wie können wir jetzt mit Hilfe von den Möglichkeiten von Industrie 4.0 daraus für unsere Prozesse, für unsere Produkte den Mehrwert erzeugen. Und ich glaube, klar ist, für Industrie 4.0 muss ich auf der Hardware meine Fühler haben. Und deshalb haben wir auch sehr schnell erkannt, wir müssen einen weiteren Leitfaden machen, um das Thema Sensorik zu strukturieren. Es gibt eine Vielfalt von Sensoren. Nicht jeder Sensor ist für alles geeignet. Nicht jedes Sensorprinzip funktioniert in jeder Umgebung. Nicht jeder Sensor hat dieselbe Auflösung. Und auch hier haben wir einen Leitfaden entwickelt und wir nennen das dann Werkzeugkästen. Sie werden da anhand von solchen Piktogrammen sozusagen durchgeführt, um sozusagen auf die richtigen sensorischen Lösungen zu kommen, wenn Sie jetzt so eine Industrie 4.0 Anwendung machen. Und das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, ist es aber nicht. Also mit den Leitfäden kann man arbeiten und wir unterstützen da auch gerne in Form von Workshops, weil ich glaube einfach, Industrie 4.0 ist ein großes Wort, aber man kann schon mit kleinen, abgegrenzten Beispielen zeigen, dass das Ganze was bringt in der Firma. Und ich will jetzt im dritten Teil ein paar Umsetzungsbeispiele mal zeigen für Industrie 4.0. Einmal zu dem Bereich Bestandsprozesse, weil nicht jeder kann jetzt seine ganzen Maschinen austauschen, nur weil es Industrie 4.0 gibt. Und zu dem Thema Neueinführung von neuen Prozessen und Anlagen. Und was treibt uns da? Wir wissen alle, wir stehen in einem globalen Wettbewerb. Die Produktlebenszyklen werden immer kürzer. Ich muss immer schneller mit meinen neuen Produkten am Markt sein. Und die Varianten- und Produktvielfalt nimmt nicht ab, sondern zu. Und jetzt kommt noch hinzu, durch neue Materialien und neue Prozesse, wie zum Beispiel 3D-Druck, da gibt es, oder CFK-Verarbeitung, da gibt es einfach noch nicht so viel Wissen. Das heißt, für uns sind das alles irgendwie noch unreife Fertigungsprozesse. Und diese unreifen Fertigungsprozesse zusammen mit der hohen Marktvolatilität, weil letztlich speziell in der E-Mobilität, denke ich, kann uns keiner sagen, wie viel Hybride, wie viel rein elektrische und wie viel Verbrenner wir in 2030 in Deutschland bauen werden. Also wir müssen in der Lage sein, mit dieser Komplexität umzugehen in der Produktion. Einerseits neue Technologien und obendrauf noch, wir wissen die Stückzahlen und die Variantenzahlen heute eigentlich nicht. Und daraus folgen dann neue Lösungsansätze. Und ich glaube, der Lösungsansatz muss sein, wir reden nicht mehr über monolithische Produktionsmaschinen, sondern wir reden über Produktionsbaukästen, die Produktionsmodule haben und die eine dezentrale Steuerungsarchitektur haben und die dann entsprechend über schnelle Netze miteinander vernetzt werden.
Und ich muss in der Lage sein, weil das alles hier zum Teil auch noch nicht verstanden ist, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen als Maschinenbauer in meinen Anlagen einzusetzen. Die Anlage muss jedes Teil, was sie produziert, selbst diagnostizieren und muss daraus Wissen generieren für die nächsten Teile, die sie produziert. Weil die Idee ist natürlich schon, wir überblicken diese ganze Komplexität gar nicht mehr. Also muss ich mit den Möglichkeiten, die die KI jetzt bietet, meine Anlagen sozusagen ertüchtigen, selber auch zu lernen. Und jetzt haben wir zwei Themen, wie ich schon sagte. Einmal die Modernisierung von Bestandsprozessen, also meine bestehenden Maschinen zu ertüchtigen hinsichtlich Verfügbarkeit und Produktivitätssteigerung, Qualität und Prozessüberwachung. Und was mache ich? Ich muss zusätzliche Sensoren einbringen. Ich versuche aber auch, die Daten, die in der Maschine schon sowieso vorhanden sind, wie Motorströme und Daten, die von der NC-Steuerung benutzt werden, ganz gezielt zu nutzen, um Anomalien, Fehler, Verschleiß und so weiter zu erkennen. Und bei der Neueinführung von Prozessen, da geht es jetzt wirklich darum, Prozesse so intelligent zu gestalten, dass sie im Sinne dieser Modularisierung als Prozessmodule zur Verfügung stehen und dass ich hier entsprechende Tools auch habe, um diese Prozesse ständig weiter aufzuklären. Und das Thema, und das betrifft dann wieder Sie, wie kriege ich jetzt aus diesen Vielzahl von Sensorinformationen und auch Informationen aus den Steuerungen und aus der Maschine, wie kriege ich die alle irgendwo hin, wo ich das auswerten kann? KI können Sie heute noch nicht echtzeitfähig machen. Vielleicht auf einer Edge, aber auch schwierig. Also geht es irgendwie in der Cloud. Das heißt, wir müssen auch wissen, welche Informationen mit welcher Latenzzeit wohin müssen. Und deshalb ist das Thema Kommunikation so wichtig. Und wir haben jetzt hier ein Beispiel am Institut. Wir haben mit der Firma Heidelberger Druckmaschinen, Schaeffler und Siemens ein Projekt gestartet, in dem wir eine alte Deckelmaschine aus dem Jahr 1990 komplett Industrie 4.0 fähig gemacht haben. Es ist ein sogenanntes Nachrüstkit entstanden. Und mit diesem Nachrüstkit zeigen wir jetzt, dass auf einmal das Thema Zustandsüberwachung und prädiktive Instandhaltung möglich wird, dass wir Regelkreise zur Prozessregelung aufbauen können, also Fertigungsprozess zur Spannung. Und das Ganze ist auch verifiziert. Also Sie sehen, wir haben eine Architektur dann, wo wir die Maschinensteuerung, verschiedenste intelligente Komponenten, also sensierte Führungen, sensierte Spindel, beliebige Sensoren von beliebigen Firmen sozusagen hier an ein Edge-Device andocken und auf der Edge laufen jetzt bestimmte Apps, die dem Kunden oder dem Maschinenbediener eben Auswertungen geben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Zukunft, dass wir auch alte Maschinen, Bestandsmaschinen nachrüsten, die Daten aus diesen Maschinen rauskriegen, zusätzliche Sensoren einbringen. Und aber das Wissen, was wir brauchen, das wird immer nur dadurch entstehen, dass wir die Zustände von verschiedensten Sensoren gleichzeitig abfragen und Zusammenhänge erkennen. Und das ist sicher ein großes Thema. Und jetzt haben Sie natürlich nicht immer die Möglichkeit, die Steuerung zu erneuern von einer alten Maschine, sondern Sie haben da vielleicht auch noch eine alte Steuerung drin. Und was wir hier am Institut entwickelt haben, und wer sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen, das mal anzugucken. Wir haben einen Crawler entwickelt. Den lassen Sie in eine Steuerung, wenn Sie die Maschine gar nicht kennen und da ist eine alte Steuerung drin, aber die hat ja auch Informationen über Motorströme und so weiter, Verfahrgeschwindigkeiten, Positionen. Da lassen wir diesen Crawler, diesen kleinen Krabbler in die Steuerung rein und der sucht die Signale. Also er horcht sozusagen an den Signalleitungen und erkennt dort Muster und aus diesen Mustern kann man dann ableiten, was das für ein
Signal, ist es ein Stromsignal, ist es ein Positionssignal und so weiter. Das heißt, wir schaffen hier die Möglichkeit, wie bei Google mit der Suchmaschine sozusagen in die Steuerung, in die Maschine reinzukriechen und die entsprechenden Signale rauszubringen über eine entsprechende Schnittstelle und sie dann wiederum einer höherwertigen Auswertung oder auch zum Beispiel dem Machine Learning verfügbar zu machen. Also das ist so ein Weg, wie man mit Bestandsmaschinen auch, ich sag mal, an dem Beispiel Industrie 4.0 teilhaben kann. Ein anderes Thema ist, wenn ich Prozesse neu einführen muss und insbesondere in der Elektromobilität haben wir ja die Situation, wenn Sie sich so eine Batteriefabrik angucken, wir hören ja täglich darüber, das sind riesige Investitionen, das sind sehr lange durchverbundene kontinuierliche Prozesse. Das entspricht heute, entspricht die Batteriezellfertigung der Transferstraße von Henry Ford. Da kann man weder mit Varianten vernünftig umgehen, noch mit volatilen Stückzahlen. Sondern da gibt es einen Betriebspunkt, auf die ist das ausgelegt und dann wird entsprechend produziert. Das, was wir heute im Maschinenbau, im Stahl und Eisen schon können, solche Matrixproduktionen, wo wir verschiedene Prozessstufen miteinander auch flexibel verbinden, das gibt es in der ganzen Elektromobilität heute noch nicht. Also das kann, und hier muss ich natürlich Skalierbarkeit hinsichtlich Stückzahlen, hinsichtlich Varianten kann ich hier natürlich abbilden. Hier ist das sehr schwierig. Und muss ich zum Ende kommen? Ja, Herr Fleischer, wahrscheinlich können Sie mich nicht sehen, aber Sie haben noch 5 Minuten. Ich schaffe es, ja? Ja, okay. An der Stelle geht es jetzt weiter, dass wir glauben, in Zukunft wird die Produktionshalle anders aussehen. Da stehen keine Sondermaschinen mehr rum, sondern die Halle ist vielleicht eine Lego-Platte. Auf dieser Lego-Platte sind programmierbare Kinematiken. Die können sich aus einem Toolstore Werkzeuge holen. Wenn die Kinematiken mehr Kraft brauchen und zum Beispiel was fräsen sollen, dann können sie sich verkoppeln und zusammenarbeiten. Und damit wird die ganze Fabrik sehr viel modularer und wir können jetzt über eine entsprechende Internetplattform diese ganzen Kollegen dann auch programmieren. Also weg von den vielen Spezialmaschinen mit unterschiedlichen Steuerungen hin zu solchen programmierbaren Kinematiken. Und diese Kinematiken werden befähigt, wie der Mensch auch. Wenn die Last zu schwer ist für eine Kinematik allein, dann werden die gekoppelt über entsprechende Kopplungsmodule. Und dann können auch solche Kinematiken Zerspannungsaufgaben oder andere Umformaufgaben übernehmen, wo sie höhere Kräfte brauchen. Und das führt zu einer Sicht auf die Produktionshalle der Zukunft, wo sie Bestandsmaschinen haben, wo sie oder ganz alte Maschinen, wo sie State-of-the-Art Bearbeitungszentren haben, wo sie aber auch solche frei programmierbaren neuen Kinematiken haben, wo sie insbesondere diese volatilen Sachen mit abdecken wollen. Und das alles zu verknüpfen, ist die Aufgabe. Sie sind alle unterwegs so in diesem Bereich Bestandsmaschinen. Wenn wir aber und sicher auch den modernen Bearbeitungszentren, wenn wir aber uns vorstellen, dass eine Zukunft extrem volatil ist, dass wir neueste Materialien verwenden müssen und möglichst schnell in eine Produktion kommen, dann muss das Ganze wie ein Lego-System zusammenbaubar sein. Eine Maskenproduktion, wenn der Bedarf da ist, muss innerhalb von 3-4 Stunden zusammenbaubar sein. Und wenn der Bedarf wieder nicht mehr da ist, dann mache ich eben mit diesen Kinematiken was anderes. Und deshalb glaube ich oder glauben wir werden hin zu echtzeitfähigen IoT-Plattformen kommen, die mit dieser Fabrik und diesen ganzen Elementen und Modulen verbunden sind. Da wird 5G mit Sicherheit eine Übergangsphase darstellen, weil das einfach wireless etwas flexibler ist, hat aber auch seine Begrenzungen. Und ich glaube, dass wir hier als IO-Link-Community uns Gedanken machen müssen, wie wir dieses Bild, diese modulare Fabrik mit einer IoT-Plattform richtig verkoppeln und was da die richtigen Mechanismen sind.
Da ist noch sehr viel zu tun. 5G zeigt da einen ganz guten Weg, aber ich bin überzeugt davon, alles Wireless wird nicht gehen. Und wie bringe ich Informationen intelligent auf diese Ebene? Und mit welchem Wissen kann ich die Informationen auch, sage ich mal, vorauswerten, bevor ich sie hier hochbringe? Das sind, glaube ich, die Knackpunkte für die Zukunft.